Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein kleiner Zwischenbericht. Ich bin derzeit in Varna in Bulgarien für einige Tage. Und ihr kennt ja alle das Sprichwort, wenn einer eine Reise tut. Das ist auch hier, wenn ich so Revue passieren lasse, was uns alles so unterwegs passiert ist, beziehungsweise gleich bei Reiseantritt. Bei der Abfahrt vom Schweriner Hauptbahnhof, so wie er geplant war. Es waren Gleisarbeiten erforderlich und deshalb gab es einen Schienenersatzverkehr, einen Bus vom Hauptbahnhof Schwerin nach Holthusen. Holthusen liegt in der Nähe von Schwerin und es war so, dass wir uns haben von der Tochter, weil wir sehr früh losgefahren sind. Der Flug ging sehr früh um 5:02 Uhr sollte der Zug abfahren von Holthusen und wir mussten erst nach Hamburg und von Hamburg Airport. Vom Airport sind wir dann über Wien nach Varna geflogen und es war dann so, dass wir von der Tochter abgeholt wurden von zu Hause und sind dann direkt nach Holthusen gefahren. Dann standen wir eine halbe Stunde vorher, also morgens um 4:30 Uhr auf dem Bahnsteig. Normalerweise, unsere Tochter, die fährt auch regelmäßig nach Hamburg, weil sie dort ihre Arbeitsstelle hat und sie kennt sich bestens aus. Für uns war das alles ziemlich neu. Ich kannte den Bahnhof selbst überhaupt nicht. Jedenfalls, wir standen dann circa eine halbe Stunde auf diesem kleinen Bahnhof. Gleis 1 sollte regelmäßig der Zug abfahren. Dort waren auch kleine Anzeigetafeln, die funktionierten auch und wir hatten immer drauf geschaut, um zu sehen, weil der Zug immer noch nicht kam. Es war schon 4:45 Uhr, was da nun passiert. Dann stand auf dem Gleis 2 direkt daneben eine Lok und wir hatten dann den Lokführer angesprochen, der gerade rausguckte und er meinte, der Zug würde von Gleis 3 heute fahren. Also wir alle runter mit dem Gepäck. Das ist eine kleine Unterführung gewesen. Und dann wieder die Treppen hoch, hoch geächtzt, auf Gleis 3 angekommen, um vielleicht 1:05 Uhr. Mehrere andere Personen waren auf dem Gleis. Da hatte sich aber ja auch nichts getan. Ein Zug weit und breit nicht in Sicht. Dann hatten wir die Leute angesprochen und gefragt und da war dann auch von der Deutschen Bahn eine Dame, das hat man an der Uniform gesehen. Dann hatten wir sie auch gefragt, ja, wann kommt denn nun der Zug? 5:02 Uhr Abfahrt, wir müssen unser Flugzeug bekommen. Und sie meinte, der würde ausfallen. Das muss man sich mal vorstellen, was in Deutschland alles so passiert. Der Zug, der fahren sollte und den wir unbedingt kriegen mussten, fällt aus. Ja, was machen wir nun? Das hätte uns man ja auch eine halbe Stunde eher sagen können, indem man vielleicht eine Durchsage macht, wie das so üblich ist auf Bahnhöfen. Es kam aber überhaupt nichts, weder eine Durchsage noch auf der Anzeigetafel eine Anzeige, dass der Zug ausfällt. Die Zeit hätten wir anders nutzen können. Dann haben wir geguckt, was ist zu tun. Und wir haben gesehen, dass der ICE, der fällt auch aus nach Hamburg, aber dafür gab es dann Schienenersatzverkehr. Ein Reisebus, der vom Hauptbahnhof Schwerin dann direkt nach Hamburg fährt zum ZOB. Also das ist da der Busbahnhof in Hamburg in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und dann hat unsere Tochter, was sie sonst nicht macht, sie ist wirklich sehr, sehr vorbildlich, was die Verkehrsvorschriften angeht, fährt nie über 50 in der Stadt, wo 50 erlaubt sind, bei 30 natürlich die 30. Und da ist sie dann losgepest im wahrsten Sinne des Wortes mit teilweise bis zu 70 km/h durch die Stadt, damit wir pünktlich dann wenigstens noch diesen Bus bekommen. Wäre dieser Bus auch nicht mehr erreichbar gewesen, das heißt, wir wären zu spät angekommen, dann hätte sie uns natürlich auch nach Hamburg direkt gebracht. Und wir waren dann
Der fuhr um 5.30 Uhr ab und wir waren dann eine Minute vorher, glaube ich, da in den Bus rein. Und da es ein ICE-Bus war, ist der natürlich zahlungspflichtig gewesen. Wir hatten dem Busfahrer gesagt, dass der Zug ausfällt um 5.02 Uhr morgens von Holthusen. Und er hatte uns auch nicht abkassiert. Also insofern hatten wir dann auch noch das Glück, nach Hamburg zu kommen, ohne zusätzliche Kosten, denn wir hatten ein Ticket für den anderen Zug. Ja, dann in Hamburg angekommen. Da hat alles soweit ganz gut geklappt. Der Flug ging nach Wien. Da mussten wir umsteigen in eine andere Maschine von Wien nach Varna. Alles wunderbar. Wir wurden dann abgeholt hier und beziehungsweise hatten uns ein Taxi genommen. Und ja, nun sind wir ein paar Tage hier, ziemlich auch erholt. Das Wetter ist durchwachsen. Ich hätte es mir schöner vorgestellt. Das war meine Hoffnung. Ich liebe das milde Klima. Ich liebe etwas höhere Temperaturen und vor allem die Sonne. Die Sonne schien jetzt auch schon einige Tage. Heute im Moment noch bedeckt, aber ich denke, die Sonne wird sich dann demnächst auch sehen lassen. Dann geht es auch bald wieder zurück in wenigen Tagen. Was mir auch immer wichtig ist, wenn man woanders ist, dann bekommt man ja auf Deutschland einen anderen Blick. Und das möchte ich natürlich, wenn ich zurück bin von der Reise, mal mit euch besprechen. Wir bekommen natürlich auch viele Dinge mit, wie zum Beispiel mit Maximilian Krah, dass er in einem Interview sich zur Waffen-SS geäußert hat. Und ich finde, er hätte es auch bleiben lassen und dass die AfD sich jetzt von ihm distanziert hat, dass sie ihm untersagt hat, Wahlauftritte zu machen. Es geht ja um die Europawahl, wie ihr wisst. Finde ich nicht so klug von ihm, aber ich finde, von der AfD ist es auch nicht klug, dass man Maximilian Krah nun sozusagen auf das Abstellgleis stellt. Gut, das ist ein anderes Thema. Werden wir vielleicht dieses und andere Themen, wenn wir zurück sind, besprechen. Was ich vielleicht jetzt noch erwähnen möchte, es gibt viele Menschen, wir suchen den Kontakt und hatten auch Kontakt zu zwei Menschen, zu zwei Herren, die in Wien wohnen. Sie stammen aus Serbien ursprünglich, da sind sie geboren, aber vor vielen Jahren, ja vielleicht schon vor 2 Jahrzehnten, so genau kann ich es jetzt gar nicht sagen, sind sie dann von Serbien nach Österreich eingewandert. Dort leben sie schon lange und wir hatten sehr nette Unterhaltungen. Wie das so ist, man geht dann zum Frühstück und da trifft man sich und da hatten wir dann im Anschluss, ich denke mal, eine Stunde circa über einige Dinge gesprochen. Auffällig war, dass auch in Österreich die Leute mehr oder weniger Angst haben, die Wahrheit zu sagen, das, was los ist, anzusprechen. Wir hatten über die Politik in Deutschland gesprochen und auch im Allgemeinen in Europa. Und ich hatte dann meinen Kanal mal gezeigt. Sie hatten einen Blick drauf geworfen, sich das angehört und haben sich gewundert, dass ich mich traue, solche Dinge zu erzählen. Da hätten sie vielleicht Bedenken gehabt, das selbst zu tun. Aber sie sehen es eigentlich genauso wie wir. Die Europapolitik, die Politik der Europäischen Union, die Politik in Österreich. Und sie sind auch informiert gewesen über die Politik in Deutschland. Ja, es ist immer wieder interessant, dass es doch, ich würde sagen, auf jeden Fall eine Mehrheit gibt, die normal denkt, die normal und vernünftig handelt und die Politik derjenigen, die in Amt und Würden sind, also die Politik der Regierungen, ob in Österreich oder Deutschland, dass wir die für fatal halten. Man bekommt natürlich auch sehr viel mit, was die Wirtschaft in Deutschland angeht. BASF ist dabei, nach China umzuziehen. Ich habe auch gehört, dass viele Unternehmen in die Pleite gegangen sind im Monat April, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 34.000
soll es sein im Monat April. Das hatte Dr. Wolfgang Kochanek, Hambacher Fest war ja auch wieder gewesen, erzählt. Müsste ich aber nochmal nachrecherchieren. Aber da kann man sich auch selbst informieren. Auf jeden Fall geht die Wirtschaft den Bach runter. Es ist eine Katastrophe und solche Leute wie Habeck, die von der Wirtschaft absolut keine Ahnung haben, die inkompetent sind, ja, die gegen uns alle handeln. Solche Leute wie die FDP-Dame Agnes Strack-Zimmer-Flack oder ach, Zimmermann vielleicht, ja, was weiß ich, die ja die Taurus auch noch in die Ukraine schicken möchte. Dann ist Baerbock in der Ukraine gewesen. Sie möchte dann die Unterstützung der Deutschen für die Ukraine weiter aufstocken. Da geht es wohl um 3,3 Milliarden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, Zahlen und Fakten habe ich jetzt keine. Das ist nur mal so gehört. Jeder kann es selbst nachrecherchieren. Nagelt mich bitte nicht fest. Aber ich wollte mal ein kleines Feedback geben von hier, wie das ist, wie auch die Bulgaren, muss ich sagen, ich habe ja eben von den Österreichern gesprochen, wie die Bulgaren es sehen. Wir sprechen natürlich auch mit den Taxifahrern. Einige können ganz gut Deutsch und da wird uns auch immer wieder bestätigt, dass wir alle und die Bulgaren auch abhängig sind von der Europäischen Union und dass eine Politik gemacht wird im Sinne des Amerikaners. Und sowohl Deutschland als auch die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mehr oder weniger die Vasallen der Amerikaner sind. Es ist einfach schlimm und wir müssen uns, finde ich, davon lösen. Es bringt uns gar nichts, wenn wir eine andere Regierung haben, mal angenommen die AfD, was ich der AfD sehr wünsche, würde das Zepter in die Hand bekommen. Ich glaube es eher nicht. Es gibt ja immer noch die Brandmauer, die man ja sehr hochgezogen hat. Kann ich von hier aus nur drüber lachen. Diese ganze Politik der anderen, die ja angeblich die Demokraten wären. Alles andere als Demokraten sind sie. Ob das CDU ist, FDP, die SPD und die Grünen sind das allerletzte. Das ist eine Kriegspartei. Und wenn die AfD an die Macht käme, da braucht sie ja erstmal, um das zu werden, wenn man die Mehrheit haben will im Parlament für eine Regierungsbildung, die 50%, ja, mit wem geht sie zusammen? BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, die will ja auch nicht mit der AfD zusammengehen. Ja, was bleibt dann nur noch übrig? Die Opposition und dann wird es vielleicht wieder eine große Koalition geben, CDU und SPD und dann geht das ganze Theater weiter. Ich kann nur sagen, raus aus der aus der EU, aus der Europäischen Union, raus aus der NATO und auch die Währung raus aus dem Euro, finde ich, halte ich auch nicht für sinnvoll. Wenn man die Geldpolitik sich ansieht, dann weiß man, das Finanzsystem ist dabei zu kollabieren. Viel Zeit bedarf es nicht mehr. Das Ganze wird dann zusammenfallen. Dann wird man das digitale Geldsystem einführen. Wir sind jetzt schon mehr oder weniger unter Kontrolle und dann zu 100%. Dann beginnt das schon im Säuglingsalter, sobald das erste Konto eröffnet wird, dann weiß man nachher, wenn der Bub oder das Mädchen sich die erste Semmel kauft digital, dann zieht sich das durch bis in den Tod hinein. Man hat dann alles unter Kontrolle und wer möchte das von uns schon? Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich melde mich natürlich zurück aus dem Urlaub. Wir kommen in wenigen Tagen wieder an. Und dann werde ich natürlich wieder regelmäßig berichten. Ganz liebe Grüße aus Bulgarien, aus Varna. Und dann sage ich bis bald und bis zum nächsten Mal. Alle Unterstützer meines Kanals, allen Unterstützern danke ich. Und
nicht vergessen, so wie sonst auch, das Glöckchen zu aktivieren und also Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann auch Daumen hoch und dann tschüss und bis bald.